Hallo und mal wieder herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator. Ja, wir sind bei Feld 16, bei Feld 18 habe ich abgehäckselt. Wir werden hier auch noch ziemlich zu tun haben, aber wir müssen es ja machen und ich freue mich schon drauf, wieder mit euch häckseln zu können. Weil das macht ja Spaß hier. Ziemlich laut. Muss mal ein bisschen leiser. So, ja. Das andere Feld 18, seht ihr ja, habe ich abgehäckselt. Damit wir hier nicht die ganze Zeit häckseln müssen. So, da seht ihr es nochmal, alles abgehäckselt. Oh, ist voll der Anhänger. Muss mal ein bisschen vorfahren denn. So. Gut, wir gucken mal. Sieht cool aus. Da lassen wir zwar ganz schön was stehen, aber das werde ich dann auch noch mal irgendwann ohne euch machen. Ja, das werden wir, also werde ich ohne euch machen, weil es ist immer so eine Kurve und so. Es ist ziemlich ätzend. Wo will er denn jetzt hin hier? Muss ich mal gucken, wo er jetzt hier hin will. Wieso will er jetzt diese Bahn hier fahren? Das verstehe ich nicht. Müsste doch eigentlich die andere fahren. Oder wir fangen ganz einfach von da hinten an. Genau, wir fangen hier an. Oder nee, wir fahren hier einmal rein. Hier, so. So fahren wir hier rein. Gut. Wir werden, glaube ich, noch zwei Folgen beim Häckseln sein. Und wenn wir da nicht fertig sind, dann mache ich das selber. Nicht beim Aufnehmen, weil es wird wirklich irgendwann langweilig. Wir müssen jetzt nur gucken, dass er hier ordentlich fährt. So sieht ziemlich ordentlich aus. Ja, genau, gut. Ich freue mich auch mal wieder. Oder ich freue mich sehr herzlich, dass wir hier mal, also dass sie wieder zuguckt und wir werden dann bald auch beim Raps bei sein. Wir müssen ja gleich umdrehen. Der Trecker ist gleich voll. Der So. Hoffentlich fährt er jetzt auch wieder in die richtige Richtung, der Häcksler. Müssen komplett auf der anderen Seite fahren.
So, fährt er gut. Unser Hänger ist gleich voll. Wir nehmen dann gleich mal den vorderen, machen wir schon mal zu. Den anderen müssen wir auch gleich zumachen mit der Plane. Genau. Jetzt ist er voll. So. Wir holen uns jetzt einfach mal den anderen Hänger. Der da hinten steht. Oder ist der voll? Das weiß ich gar nicht. Muss das mal gucken. So, wir gucken mal. Ich glaube, der ist nämlich voll. Ja, der hat 100%. Wir fahren dann mal die anderen beiden weg. Weil sonst hätte ich den Kleinen jetzt voll gemacht. Aber wenn der voll ist, dann bringt es ja nichts. Oh. Unser Silo ist schon 17% oder so voll. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Ich freue mich dafür auch. Weil wir wollten ja um die 20 voll haben. Und da werden wir über 20 haben. Weil das ist ziemlich, ziemlich viel. Und ich freue mich dafür auch sehr. Oh, der ist weggeschossen worden von mir eben. So. Soll ja auch bald Regen kommen, zeigt er ja da oben an. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen mit dem Häckseln. Ich habe ja schon die kleinste Stufe eingestellt für die Zeit. Also Echtzeit. Und da müssen wir uns wirklich ein bisschen sputen. So, hoffentlich kriegen wir jetzt gleich die Kurve hier. Muss mal ein bisschen langsamer werden. So. Rum hier. Gut, 10 km/h. Müssen wir ja auch ordentlich rauffahren jetzt. Und wir gucken gleich mal, wir wiegen 22 Tonnen 390 Kilogramm. Gut. Können wir jetzt auch ein bisschen schneller fahren. Den Kleinen fahren wir gleich mal weg. Der steht nämlich immer ein bisschen im Weg hier. So. Steig hier mal ein. Der ist echt laut. Stell den mal hier einfach an die Seite. So. Gut. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Den müssen wir auch bald mal voll tanken. Hier wieder den Fendt, weil der hat nur noch 71 Liter Tank. So, jetzt einfach auskippen. Gut. Jetzt haben wir wie viel Prozent schon? Oh, 20% schon. 21, 22%, das ist richtig viel. Da werden wir auf jeden Fall eine Menge Geld für kriegen.
Und auch eine Menge Kühe, wenn man es so nimmt. Was ich an dem Fan auch cool finde, wenn man blinkt, dann blinkt das, wie bei den alten Treckern auch, drei, also da drei Blinker. Also, dass alle drei Blinker an den Traktoren gehen. Das finde ich ziemlich cool gemacht und dass der Blinkhebel sich auch bewegt. In der nächsten Folge nehmen wir mal einen anderen Hänger zum Abfahren. Weil nicht immer nur mit dem gleichen fahren, ist auch blöd. Ihr wollt ja auch noch ein paar andere Trecker kennenlernen. Wir fahren dann, glaube ich, mal mit dem alten Deutz. Der ist ziemlich cool. Mit dem ich sonst immer spritze, aber wir haben ja letztens mit dem Same gespritzt. Wo wir so viel spritzen mussten. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken, wo der dahinter steht. Der gut. Aus. Echt schick aus. Und wie wir es, also das finde ich wie der Häcksel da vorne, das sieht halt anders aus und das müssen sie auch ein bisschen ändern. Das sieht blöd aus, weil die Pflanzen sehen ja so grün aus und wenn er das abhäckselt, dann sieht das so anders aus. Das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ändern. Tempo. Oh, ich habe mich festgefahren. Es kommt davon, wenn man die ganze Zeit so viel quaggelt. Das ist eine gute Ansicht. Wenn man jetzt die Plane, glaube ich, drauf macht, dann macht er, glaube ich, gar nichts mehr und bleibt der Helfer stehen. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Der vordere Hänger ist gleich wieder voll. Das sieht man, 49%. Drehen wir mal um. Wir müssen jetzt mal gucken. Ja, so sieht's gut aus. Zwei Hängen ist das gar nicht so leicht. Aber auf dem
16 Feld hier. Da ist das ziemlich gut, weil der muss ja immer nur gerade Bahn fahren. Auf dem anderen war das ja nicht so. Da mussten wir immer so blöde schräg fahren. Oh, ein bisschen schneller. So sieht es aber ziemlich gut aus. ...25% hat er hinten noch frei. Dann ist er auch voll. Oh nein, nicht gegen das Auto. Kommt er rum? Ja, er kommt rum. Gut. So, auf die Seite. Gut, so sieht's gut aus. Da sind wir ja bald mit dem Feld fertig. In der nächsten, im nächsten Let's Play wird zwar ein bisschen kritisch, weil der Helfer fährt ja immer nicht so ganz gerade und so. Bei der rechten und bei der linken Spur. Müssen wir ein bisschen hin und her immer rumakkadieren, aber das werden wir dann schon ordentlich machen. So. Das Let's Play ist nach dieser Bahn dann auch fertig. Ich habe gar nicht meine Uhr gestellt. Und der Hänger ist jetzt auch voll und wir sind mit diesem Let's Play fertig. Ich weiß nicht, ob es jetzt lange oder kurz ging. Und ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Gut, bis dann. Tschüss.